Und damit herzlich willkommen zur nächsten Episode von Fallout 3. Wir haben ja letztes Mal den Weg zu Mainfield, war das genau, zu Mainfield bestritten. Und ich mache da jetzt einfach mal weiter an dem Punkt. Erstmal möchte ich gucken, wurde ja irgendwas gesagt von weiße Stadt, mal ein Land wie in Ubria, es müsste alles möglich sein. So, erstmal gucken wir jetzt hier dieses schöne Auto irgendwie an. Nein, kein Nuklearauto kaufen. Und wir gehen hier über diese Umgehungsstraße zu Mainfield. Und nicht direkt. Ja, wir wissen, direkt ist nie gut. So. Ist da irgendwas? Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass da irgendwas sei, aber Landmine nachher. Das ist ja das hier. So. Das Prinzip ist offensichtlich ganz einfach. Aber ich möchte erstmal warten, bis es wieder hell ist, ein bisschen. Na, 13 Stunden müsste gehen, dann haben wir es 18 Uhr. Und das müsste ja dann hell sein, hoffe ich. So, jetzt müssen wir mal aufpassen hier. Und häufiger zwischenspeichern, dass wir nicht über so eine Landmine drüber wandern. Krass mehr. Ach, wie viel Gewicht haben wir eigentlich? Dass wir 88 von 190. Können wir auch doch ordentlich was mitnehmen. So. Ach guck mal, da ist doch jemand. Aber den kann ich noch nicht treffen. Aber der sieht uns gleich noch nicht. Ah, egal. So, die was erstmal was ist. Im Briefkasten ist gar nichts. Okay, die Tür können wir nicht knacken. Da ist die nächste Landmine. So, das Prinzip wie immer gleich. Drauf los und gezielt nicht zu lange warten. So. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt hat er uns gesehen. Wow. Das war mal ein Auto. Hab irgendwie auch das unruhige Gefühl, dass das auf uns gerichtet war. Ach, guck mal, die Nuka-Cola könnten wir auch mitnehmen. Wir wissen, das ist ja das günstige Stimpack. Schießt der auf uns, aber wenn, dann trifft er aber nicht. Ein Auto trifft aber uns nicht. Ist hier irgendwas? So. Minen sammeln im LP. Auch nicht. Ich habe Angst. So. Gehen wir hier lang? Ach, warte. Genau, Spielplatz. Da ist der Spielplatz. Aber auf diese Landmine aufpassen. Aha, aha. War das gerade eine andere Landmine? Egal. Spielplatz. Hier könnte jetzt immer eine Landmine sein. So, das habe ich. Ich hätte wahrscheinlich jetzt beide, aber hier müssten noch ein paar mehr. Jetzt wird auf uns geschossen. Ne, den treffe ich nicht. So, die könnte ich mitnehmen, weil die sind ja. Uff Gott. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich sollte mich heilen. So. Das mit der Nuka-Cola ist echt gut. Ach siehst du, da war wieder eine andere. Ach du Kacke. So. Das war jetzt teuer.
Es hat. Ja. Das ganze Auto ist in die Luft geflogen dabei. Egal. Wird nicht nochmal passieren, hoffe ich. Ich hoffe, das ist es wert, was wir mit 50. Das nehme ich auch mal mit. Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Kümmere ich mich gleich mal um den Typen. Habe ich noch einen Luca-Kurken, nur die Quantum. Aufbereitetes Wasser habe ich dabei. Ein Stimpack nehme ich mal. Ja, ja, der wird uns schon nicht treffen. Jetzt muss er gerade nachladen. Der Baum hier müsste ein Schutz sein, guter. Naja, Vorsicht. Ich gucke mal, in dem Haus ist bestimmt irgendwo ein Stimpack. Weil zumindest ein Briefkasten. Das ist noch eine schwer. Nein, der schießt wieder aufs Auto. Ja, dachte ich mir. Und 3, 2, 1. Das war eine ordentliche Sprengung. Ja, ja, ja. Ich weiß. Geigerzähler, sag mir. Nicht, dass das radioaktiv ist, das weiß ich. Aha, aha. Aufpassen. Hier sind wieder welche. So, aber erstmal möchte ich mich um den Typen kümmern. Oh Gott. Wie sieht er uns? Die. So, die stellt keine Gefahr mehr dar. Ich will, dass der keine Gefahr mehr für uns darstellt. So. Aha. Und noch eine. Wie schön, dass man da immer so eine lange Reaktionszeit hat. Aha. Was ist... Oh, 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 oh. Arkansas. Oh nein. Das ist auch. Kann er nicht mehr. Jetzt kann er nicht mehr schießen. Jetzt brauchen wir aber nur eine bessere Waffe, weil die... 5 Schaden. Ach, schade. Heckenschützengewehr, chinesische Pistole, Spieltermine, Sturmgewehr. Oh Gott. Das kleine Ding. Oh. Ne, schießen wir auf die 88. So. Immer zur Zweitwaffe greifen. Heckenschützen. Oh, schön. Schlüssel des Witchfield Tors. Wo auch immer das ist. Heckenschützengewehr, sagte ich doch, habe ich dabei. Und gucken, was da noch oben ist. Laserpistole trotzdem noch, bis die kaputt geht. Oder keine Muni mehr da ist. Ja. Bett, schlafen, nee. Schlafen muss ich nicht. Nuka Cola. Celestbury Steaks, Bräune, Cherry Bombs. Oh, nee, nee, auch nicht. Oh. Egal. Hier ist auch nix. Aber von hier aus hat er geschossen. Oder? War das von hier? Ich weiß es nicht. Bestimmt. Auch sehr stabil. Ah! Ja. Wie das jetzt zustande kam, weiß ich auch nicht. Munitionskiste leicht. Ja, leicht wäre. Okay. Funktioniert trotzdem. 32 Schuss, ja, und 308. Erstmal Man mitnehmen. Erstmal Man mitnehmen. Munition ist immer Gewicht. Das ist immer gut. So. Und jetzt noch die restlichen Minen im Schutze. Das nicht beschossen werden. Absammeln. Aha. Da ist noch eine. Aha. Der Feuerwehrschlauchkasten. Ist da... Das ist nichts wert. Ach du Sch... Na, wusste ich doch, dass mir sowas passiert.
besser. Der verkuppelt, ne? Ja. Hier ist ein Stimpack. Nein, mache ich nicht. Ich lasse mich komplett heilen beim Arzt. Es ist gleich günstiger und einfach. Oh Gott. Scheiße. Und ich meine, mit dem Ertrag aus diesen Minen habe ich auch. Wir haben noch einen Schlüssel bekommen, ne? Mal hier. Schau, Schlüsselring. Genau. Das bringt uns doch bestimmt. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum mein Pip-Boy nicht ausging. Das bringt uns doch bestimmt in die Häuser rein. Wo? Ach Gott, noch mehr? Die waren aber vorher nicht. So. Das noch? Ach Gott, das war knapp. Das war ganz knapp. Haarklammer. Ach, Haarklammer. Ja. Gut, gut. Wie viel Gewicht haben wir noch? 99. Ach Gott. Naja, reichlich, reichlich. Kann man Schlüssel verwenden. Hier sind bestimmt auch. Erstmal das Radio weg. Ah, Vorkriegsbuch. Immer gut. Braucht man. Nein. Was ist das? 2, 3, 5. Immer mein mit. Was ist hier drin? Aha. Sturmgewehr haben wir. Können wir reparieren. Die sauberen. Ich dachte, ich hätte mich selbst im Spiegelbild gesehen. Hat er gerade Kernspaltungsbatterie immer mehr mit damit. Ofen, was ist ein schönes drin? Nix, nix, nix. Wollen wir auch das Abendmahl nicht kaputt machen. Erste Hilfekasten. Aufbereitet und Stimpack passt. Was nehme ich noch mit? Spielzeugkasten. Warte. Ja, ist doch passendes Spielzeug für ein Kleinkind. So ein Baseballschläger. Ja, das Kind hat hier wohl noch Publicismus aktuell. Direkt nutzen. So. Waffenlos um eins erhöht. Gleich zwei Waschbecken. Und. Ich wollte nur ein Messer. Ist nicht so viel wert alles. Stimpack. Der Typ ist in der Badewanne gestorben. Aber es sieht nicht so aus, als hätte er sich selbst der. Ach, ich brauche. Ach nee, das wollte ich. Als hätte er sich Oh. Jetzt habe ich es. Na egal. Das ist auch sehr interessant. Was sind, glaube ich. Bestimmt, oder? Das waren zwei Schädel, ne? Nein, nur einer. Aber der ist beim Schlafen, während seine Frau in der Badewanne lag und das Kind im Bett kam, die Atombomben. Ein grüner Teller. Ja, war ja weiß. Als grün. Naja, ein bisschen grün, aber eher schimmelgrün als schönes Grün. Oh. Können wir bestimmt aber noch in die anderen Häuser reingehen. Jetzt mit dem Schlüssel vom netten Herrn. Aha, und da ist noch so eine Mine. Auf dem Parkplatz hier nicht, ne? Nee. Nee, warum auch? Gehen wir mal zu dem Haus. Wo wir ja nicht reinkamen. Weil unsere Fähigkeit nicht hoch genug war. Aha, können wir auch hier reingehen. Okay. Jetzt viele Gegner. Aber irgendwie sehe ich keinen Kühlschrank. Ach, Nuka-Cola. Ne, trinke ich nicht. Ich lass mich ja heile machen.
Aber ich glaube, so wie sich das anhört, sind das nur diese kleinen Kakerlaken. Noch ein Vollkriegsbuch. Immer Mann mit damit. Aha, ja, dachte ich mir schon. Kakerlake. Eins. Red Kakerlake. Zwei. Und hoch mit dir. Red Kakerlake. Drei. Die bleibt einfach mal am Kerl clean. Hier ist auch nichts Wertvolles. Nee. Die ist nicht mehr im Leben. Sonst ist der Rest bestimmt oben, ja. Das dachte ich mir. Und ich weiß nicht, wo ich... Oh, wir können durch die Wand gucken. Na, ganz interessant. Oh, 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 eine. Und Sterblichkeitskakerlake. Und da ist noch eine. Richtig schöne Kamera. So. Und hat sogar noch den Stein bewegt. Das ist echt berührend hier. Meine Güte, wie bei Matrix sind wir hier. Oh, jetzt habe ich nicht gemacht. So. Das kriegen wir auch ohne hin. So. So. Perfekt. Was ist hier? Grognack der Barbar. Schlafen will ich hier nicht, obwohl hier keiner liegt. Ausnahmsweise. Ich will den anderen. Und erste Hilfekasten. Schmutziges Wasser braucht man nicht. Meine Güte, das sind zwei Schädel auf im Badezimmer. Was machen zwei Leute im Badezimmer, wenn eine Atombombe fällt? Ah, naja, lieber nicht. Ja, so, safe öffnen. Ja. Kronkorken, Vorkriegsgeld. Ah ja, Vorkriegsgeld. Wieder schön. Wertloses gegen Wertvolles eintauschen. Ja, hier ist ja auch nichts mehr. Dann gehen wir noch in das letzte. Wo ist denn der Ausgang? Ach da. In das letzte Haus, was das war. Oh, wir sollten nicht direkt durch die Ruine gehen. Sondern schön ein bisschen über die Rutsche. Falsch rum. So. Oh. Ich frage mich, warum einschlüsseln alle Häuser reinpasst, aber egal. Ach, schon wieder so einer. Alles mitnehmen. Ist auch nichts weiter Interessantes. Auch nicht irgendwo ist hier ein Rad. Ach, egal, dieses schöne Rauschen ist besser als gar nichts. Raider. Ach, guck mal, 10mm Pistole, die hatten wir auch. Das kann ich nicht reparieren, aber da. Und ich kann die Rüstung, denke ich mal. Wieder mal die Rüstung, immer die Rüstung. Das wäre eine. Oh. Heile große Ödländer. Der hat hier, denke ich mal, dann gewohnt. Dann ist das bestimmt hier Mr. Bricks oder wie der hieß. Nuka-Cola-Truck. Ne, nehme ich nicht mit. So. Aber da das jetzt das letzte Haus ist. Und wir können das eh nicht verkaufen. Alles. Na, noch ein Vorkriegsbuch. Öffne der Kommode. So, Grognack der Barbar. Und das. Schön. Und jetzt dieser, nee, der Ödländer. Genau. Der Ödländer ist Herr Benson. Ach guck mal, da war doch noch ein Haus. Dann haben wir aber noch das zu überprüfen, ob der den Schlüssel dafür hatte. Wie ich es mir dachte. Auf der Au, ganz erschöpft. Direkt noch im Wohnzimmer oder wie auch immer man das nennt. Schade. Vorkriegsbuch nehmen wir mit. Hausmodell. Oh. Sehr schwer.
Dann ist da bestimmt ein Schlüssel hier. Also wie ich vorlaut kann, ist hier irgendwo ein Schlüssel. Man muss nur suchen. Ah, kann ich ja Licht fernmachen. Schieß schon, nee. Nein, das hat der hier auch nicht. Die Kommode auch nicht. Das ist doch scheiße. Hier, Akten? Nee. Nee, auch nicht. Ist alles leer. Nee, Schreibtisch nicht. Aber komm, die moderne Zuhaltung. Haben wir wieder so ein Heft. Was bringt das? Deswegen Zuhaltung. Aha, ein Wortspiel. Hier ist auch nichts. Nee, das ist kein Tresor, der versteckt ist. Noch ein Vorkriegsbuch. OP-Schlauch, Schutzbandage. Krücken. Also der Typ hier hatte wohl ein wenig Verletzungen. Noch ein Badezimmer, Erste-Hilfe-Kasten. Alles Man mitnehmen. Immer wieder. Und. Aha, ein Safe. Das ist bestimmt der Schlüssel. Nein. Nicht. Okay. Aber. Ja, wo ist der noch? Vorkriegsbuch, Medex. Und noch ein Medex. Das waren zwei Medex für zwei Personen. Ein schönes Ehepaar, was zusammen entschlafen ist. Ungezwungene Vorkriegsbuch. Okay. Und noch ein Vorkriegsbuch in der Badewanne. Da macht sich das ja sehr gut. Staubsauger, wie viel haben wir? Das ist, ja, können wir mitnehmen. Scheiße. Na, da möchte ich auch nicht schlafen. Liebe ich jetzt natürlich auch nicht so. Tatsächlich ist hier kein Schlüssel für das Haus. Da müssen wir später nochmal hin. Naja, dann können wir jetzt wieder direkt zurück und müssen nicht erst den ganzen Weg entlang gehen, oder? Haben wir auch. Achso, okay.